10. April 1962. Eines Tages sagte er mir: Meine Tochter, jetzt werde ich dir deine Tagesordnung geben. Schon einmal begann ich mit dir damit, ich wollte noch mehr in dein Programm einschalten. Deshalb wartete ich damit. Komm, wenn du Zeit hast. Wenn es dir zu viel ist, sage es. Du entscheidest. Ich bin einverstanden. Mir gefällt es, wenn du mir deinen Willen freiwillig gibst. Freitag. Versenke dich mit der ganzen Liebe deines Herzens in meine Liebe. In der Früh beim Erwachen denke daran, welche Pein nach der fürchterlichen nächtlichen Qualen auf mich gewartet hat. Betrachte auch während deiner Arbeit meinen Kreuzweg, auf dem ich nicht einmal für einen Augenblick ausruhen konnte. Bis aufs Äußerste erschöpft. Hat man mich auf den Berg Kalvaria getrieben. Vieles kannst du betrachten. Meine kleine Karmeliterin, ich bin für euch bis ans Äußerste gegangen. Darum sage ich, nichts könnt ihr für mich übertreiben. Vom 12 Uhr bis nachmittags 3 Uhr bete meine heilige Wunden an. Das Fasten halte möglichst bis zu meiner Herabnahme vom Kreuz. Auch an diesem Tag opfere deine nächtliche Gebetswache für die Priester auf. Meine Tochter, deine Opferbereitschaft vermehrt in euch die Fülle der Gnaden. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.